Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 History Edition. Tristan. Salam alaikum. Ja. Es wird ernst. Auch da? Es wird jetzt ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt, oh mein Gott, du hast eine ganz schöne Flotte Platz. Ja! Die Flotte ist bereit. Bereit? Ruft eure Ritter zurück, bevor ich die Beherrschung verliere. Ruft eure Ritter zurück! Ja, nö. So sei es. Seid gewarnt. Auch ich verstehe. Eure Anweisung? Ach, herrlich. Herrlich! Wurden in ihren Hochgewässern. Zum Angriff, meine Getreuen! Oh. Ja. Oh nein, das Tribuchet ist in Range vom Ding. Wir stehen zur Verfügung. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum sie jetzt Kurast angreift, aber. Naja. So sei es. Ah, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, Marie wird jetzt. Marie hat jetzt ausgeschissen. Sorry. Aber. Wir hören! Wir stehen zur Verfügung. Wir sind bereit. Deine Flotte greift den Fried an. Naja, ich werde das eine Schiff gleich rausziehen müssen. Das wirst du uns nicht überleben. Weil das Ding hat übelst viel HP. Was wird hier? Bereit? Erteilt euren Befehl. Och, niedlich. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, ich meine. Ist echt niedlich mittlerweile. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Oh nein, das Schiff wird sinken. Welches? Oh nein. Ihr Schiff wird ziehen. Oh nein. Das ist zu spät rausgebietet. Ja. Ich habe kurz nicht aufgepasst wegen dem Kack-Korsar. Das war Bait. Ich fordere einfach ein neues. Wobei, warte mal, ich kann doch einfach eins bauen, oder? Ah, nee, ich habe nicht. Ich habe. Weißt nicht du, woran? Genug warte Holz. Mal. Ich habe nicht genug Holz. Ist euer Kack ernst? Ich habe nicht genug Holz? Es liegt am Holz, dass ich kein neues bauen kann? Okay, ja, das, damit kann ich leben. Wir hören. Damit kann ich leben, Tristan. Wir stehen zur Verfügung. Attacke. Seid gewarnt. Auch ich verstehe, ein Schwert zu führen. Ja, die anderen sollten safe sein. Ja, ich brauche, sobald ich Holz habe, wieder neues. Alles gut. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach eins anfordern, aber warum wir unseren Ruf dafür ausgeben, ne? Ja, ne? Die schicke ich gleich mal reparieren. Dann nehme ich am besten das Holz gleich mit. Und dann kann ich ein neues bauen. Missklick, missklick, missklick. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Wir hören. Bereit? Alles fertig. Wir sind bereit. Wir stehen zur Verfügung. Wir stehen zur Verfügung. Achso, die Unit braucht noch einen Moment. Wo habe ich dann nicht noch eine Unit? Ja, nichts kann uns standhalten. Ich schicke einfach noch eine Unit. Wir marschieren los. Wir haben halt auch einfach diese Trutzburgmauer. Die ist immer noch ridiculous, Tristan. Oh, diese vier Trutzburgen, ey.
Oh, Tristan ist hart am Fighten. Großen Schaden angerichtet. Ja, die Mühle ist ein bisschen gedamaged, aber was soll's. Oder? Sonst ist nichts. Ja, sonst hat nichts irgendwas abgekriegt. Ja, okay, das Markthaus auch da noch ein bisschen was, aber ja. Ja. Die Mühle und das Markthaus war gut. Hätte schlimmer kommen manchmal können. Manchmal ist es schwer, Gottes Plan zu verstehen. Oh. Da gebe ich dir recht. Es kann nur eine Mahnung des Herrn sein. Schafft das große orientalische Kriegsschiff das? Was? Sieht so aus, ja. Ja, schon, normalerweise schon. Es ist witzig, wie da jetzt die eine Putzburg hier unten steht. Und da war nichts zu. Die greifen einfach nicht mal den Kontor an. Oder das Haupthaus an. Achso, ja, weil. Obwohl ich ja, aber das Gefühl ja, hab, dass es in Range ist. Nee, nicht. Also, es könnte. Ja, ich bin mir nicht sicher. Könnte in Range sein. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Ich nehme es einfach mit rüber, fertig. Ja, solange. Oh nein, Tristan ist wieder getimed. Oh, fucking hell, ey. Ich dachte gerade kurz. Nur Autosave. Das ist die Reaktion von mir. Oh nee, Tristan ist schon wieder getimed. Ah nee. Das wäre gar nicht passiert. Du hast mich ja gerade noch reden gehört. Ja, aber es war so eine automatische Reaktion von mir schon. Einfach schon Panik. Einfach direkt Panik geschoben. Die Position kommt zum Erliegen. Kann eigentlich unser Holz runtergehen? Julian, der Greifenorden wird angegriffen. Ja, der wird dann wohl sinken. Wobei. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, das ist Helenas Schiff. Ich weiß gar nicht, was das soll jetzt. Die rastet geradeaus, die schlägt um sich wie ein wildes Tier. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Weil ich hier einen Softlock an ihrer Handelsroute habe. Die Armee marschiert los! Wie lautet euer Befehl? Alles fertig. Ist so gut wie erledigt. Ja, hat sie eigentlich das Schiff versenkt? Nichts. Nö. Kann uns standhalten. Nur ein bisschen gedamaged, okay. Man greift eines ihrer Gebäude an. Großes Heerlager wird angegriffen, Julian. Ja, nichts, ja, alles gut. Rückt vor. Ich muss ja vorrücken, tut mir ja leid, aber ich komme leider an den Turm nicht ganz ran, ist ein bisschen nervig. Eure Anweisung? Oh, die hat den Bergfried wieder aufgebaut, ist ja übelst nervig. Nichts kann uns standhalten. Wir hören. Eure Anweisung? Ja, ich glaube, ich baue einfach nochmal ein großes Heerlager. Direkt hinterher. Eine Produktion kommt zum Erlies. So. Benötigt Berater des Großveziers, diplomatischer Rang. Oh, wir können es nicht bauen, Tristan. Wir brauchen 1040 Gesandte. Was brauchen wir? 1040 Gesandte. Ja, wir haben 1040 Gesandte.
Hä, müssen wir dann das... Heißt 1400, meinst du? Nee, benötigt 1040 Gesandte. Das haben Apparate des Großviziers. Müssen wir das irgendwo wieder freischalten? Hä, was denn? Was willst du denn bauen? Feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Ach nee, wir brauchen 1700... Okay, vergiss es. Ich kaufe mir das Schiff. In letzter Sekunde das Handwerk. Was denn genau? Bei Allah. Das Schiff. Der Feind greift eines ihrer Schiffe. So, du konntest das Schiff nicht runter. Ja, ja. Ich habe falsch geschaut. Wir stehen zur Verfügung. Tritt sie in die Knie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier einfach noch einen zweiten Perlenfischer hinsetzen kann. Eher kann ich anscheinend. So sei es. Oh mein Gott, der just muscular naked dude. So sei es. Was? Perlenfischer oder was? Ja. But like they're really muscular. Okay, du bist repariert, das ist schon mal gut. Wir stehen zur Verfügung. Wie lautet euer Befehl? Ja, Helena nervt gerade ein bisschen, weil es ganz viele kleine Kriegsschiffe baut, die ich alle nicht abfangen kann, weil die entweder im Hafen kämpfen oder zu schnell sind. Ja, okay, ich schick glaube ich noch einen. Die Flotte dann wirklich gleich nochmal runter. Bereit. Wir sind bereit. Nur ganz kurz hier oben meine Armeen managen. Zwingt sie in die Knie. Macht sie platt. So, weil meine Schiffe müssten jetzt eigentlich auch. Sieh es als Sicherheit. Für dein Leben. Wanna? I don't need it. If you want to, yes, you do no. it. Ich glaube, du hast nicht begriffen, yeah. was auf dem Spiel steht. Just we Geht don't ihr need mir it. Bei dieser Sache zur Hand. Ich muss mein Schiff. Ich schick das Flaggschiff hin, okay? Nee, ich schick Ava hin. Das neue orientalische, das ich gekauft habe. Das sollte relativ schnell sein. Ein großes Kriegsschiff wollte ich das nicht machen lassen. Das wäre Waste. Und du bist nicht in Lass Range, oder was? Ein wenig unter die Arme greifen. Na, das ist nicht in Range. Das ist natürlich nervig. Sie haben den Feind niedergerungen. Ja, das ist noch ein Transportboot, Tristan, ne? Ja. Das ist halt jetzt super nervig. Und sie baut da halt schon wieder ein Lager auf, danach direkt um naja, direkt wieder eins loszuschicken. Ich schick gleich die großen Kriegsschiffe runter. You don't need to. Fine. Ich habe ihre zumindest ihre Handelsflotte schon ziemlich ausgedünnt. Los! Man greift eines ihrer Gebäude an. Ach echt? Das ist ja jetzt nichts Neues. Wir stehen zur Verfügung. Sind unterwegs. Wir haben eine gegnerische Einheit besiegt. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichert. Oh, Junge. Ach, ja, auch mal wieder. Ist mir jetzt egal. Sobald sie sich entscheidet, mein Schiff anzugreifen, muss ich eingreifen. Es bleibt nicht mehr viel. Wie Nordamerika im Nahen Osten. Ihr seid hier. Kommt nur. 53. Seht euch in aller Ruhe um. Wie schön, euch wiederzusehen. Hä, ich würde den Auftrag gern machen. Der Feind greift an. Du musst warten, bis diese Zeit ablaufen ist. Und erst dann kannst du das machen. Die Details bleiben besser unter. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sagt. Okay.
Okay, dann verstehe. Kriegst du den Brief ausgehändigt und musst dann schneller sein als die anderen Schiffe. Also in 2 Minuten 30 muss ich, muss ich sozusagen da sein. Sehe ich das richtig? So, gerade da, wo Drissas Schiffe sind, sende ich jetzt die Schiffe mal hin. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Oh, es nervt. Well, if he switches targets, then I don't need my fleet. Geht weg in die Blockade, geht zurück in die Blockade, Leute. ...1740 Randen brauchen wir für das große orientalische Schiff. Ja, ja, ich hab falsch geschaut. Aber... Ist so gut wie erledigt. Nichts kann uns standhalten. Erteilt eure Befehle. Wie viele Punkte fehlen uns denn noch? 100 ansehen. So, wir brauchen noch einiges bisher. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ach, das auch noch. Das sind meine Schiffe. Ach, die sind da weiter drüben ein bisschen. Ja, ein gutes Geschäft gemacht. Geh mal den Korsaren versenken. Deine oh, Schiffe, warte mal, Noria? Irgendwo ist eine Noria verbraucht. Habe ich schon, hab ich hast schon gemacht. Hast du schon? Okay. Ich muss nämlich mit der Quest in 36 Sekunden muss ich lossegeln. Ich bin gern bereit, mit euch zu reisen. Währenddessen muss ich bei Marie noch Truppen managen. Wir stehen zur Verfügung. Ich habe mal deine 2 Kriegsschiffe da unten, habe ich einfach mal auf die... Genau, auf das Transportschiff angesetzt. Ja, ja, genau. Ich wollte eigentlich den Korsaren damit erstmal jagen, aber das ist okay. Dieses Schiff ist eines meiner besten. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich jetzt vielleicht in 7 Sekunden... Macht sie platt! Seid bedankt für eure... Ich vertraue den persönlichen Brief abgeben. Auf eure Fähigkeit. Jetzt musst du schnell losfahren. Ja, ja. Ja, guck mal. Ich outspeede die Schiffe alle. Outspeeded. Ja, ich bin schneller. Alles fertig. So, Kreuzorden, Attack. Halt, warum attackst du mich? Attacke! Bist du auch nicht in Range oder was? Ja, mal gucken, was du angreifst. Ich weiß es nicht so genau. Hä? Was? Mein Kreuzorden weiß ich nicht, der macht irgendwie nicht das, was er soll. Oh, gut dann. Was macht er denn da? Wie lautet euer Befehl? Er tätet das ganze Game. Wir marschieren los. Eure Anweisung. Sind auf dem Weg. Erteilt euren Befehl. Ist so gut wie erledigt. Wie lautet euer Befehl? Sind auf dem Weg. Sind auf dem Weg. So, wo ist mein Schiff da? Ja, easy. Nur das orientalische Handelsschiff hat Chancen gehabt, mitzuhalten, Tristan. Ah, anscheinend sind orientalische Boote doch ziemlich gut. Man greift eines ihrer Gebäude an. Ja, kann ich gerade mich nicht drum kümmern. So, wo muss ich jetzt hin? Da unten hin. Zum Großvisier. Wie lautet euer Befehl? Ja, ja, ihr greift, ja, ihr greift das Tierlager an, ist okay. Nichts kann uns standhalten. Hab's verstanden.
Bereit? Ja, stimmt. Ich habe ja noch eins gebaut. Ich könnte ja noch eins mehr schicken. Ich weiß gar nicht, wo ich das da hinpacken soll auf ihre Insel. Wir hören. Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Mein Befehl wäre jetzt mal, die anzugreifen hier. Ruhm und Ehre. Wie lautet euer Befehl? Salam aleikum. Zernichtet den Feind. Alter, der hat gerade 3500 Gold gerade gemacht. Holy shit. Ja, aber der Krieg läuft aber das da, was so richtig. Läuft auf Hochtouren. Noch mehr von dem Zeug. Von was vom Zeug? Mit diesem Handel. Bei diesen ganzen Dingern, die man dem Visier geben kann. Ach so, um. Ja, Einfluss. Ja. Was machen die Kriegsschiffe eigentlich da? Wie lautet euer Befehl? Wenn es so ätzend, dass die Kriegsschiffe nur mit einer Seite angreifen können. Ja. Die entscheiden sich, mit welcher Seite sie angreifen, also sie Backbord oder Steuerbord angreifen. Ja, und dann greifen sie nur mit der Seite an. Ja, es ist auch echt, das finde ich auch nervig. Like, warum kannst du nicht doppelte Breitseite abgeben? Like, ist. Ja. So, like, eigentlich müssten ja beide Seiten geladen sein, in dem Sinn. Ja, ja. Wir stehen zur Verfügung. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache tragen. Oh, okay. Ja, 42 Tonnen Books. Nimmst du mit? Nimm ich mit hoch. Ich glaube, die können wir gerade gebrauchen. Ja, die nehme ich mit hoch. Die sind sicher nicht schlecht. Naja. So, meine, die Schiffe blockieren aber dann auch schön. Oh, Tristan hat es auf ein kleines Kriegsschiff abgesehen, meinen Schiffen gerade. Versenkt sie! Oh mein Gott! Ich sehe doch, dass das Ding einfach nur rumstenkern will. Ja, schon klar. Oh, meine Armee schafft es aber auch irgendwie nicht, den kleinen Turm da zu zerstören. Ja, sowas braucht schon ewig. Wie lautet euer Befehl? Erteilt euren Befehl! Schreiben Sie das an? Ja, okay. Ja, okay, der Turm ist auch gleich Geschichte. Wie lautet euer Befehl? So wäre es bestimmt am besten für uns beide. Ja, ich weiß, deswegen, ich würde ja gerne mit dir Frieden schließen, aber du hast leider nur noch mit Marinen Bündnis. Ja, das ist ein Problem. Wo ist eigentlich unser Money hin, Tristan? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Unser Money? Ja, unser Income. Ist schon gut. Ich verstehe das. Der Visier, ich konnte das Visierding nicht. Ist etwa ein Zeichen, Leute? Seht diese Geste als Zeichen. Achso, das war dein Ding. Sorry! Alles gut. Ja, du musst gucken, wo du mit dem Flaggschiff hin möchtest. Ja, rein da die Bücher. Mal gucken. Ah, Bier ist okay. Ja, es ist auch schon. Es wird nicht weniger, das ist gut. Keine Waren mehr her. So, ich stell mal das dritte Schiff einfach auch nochmal dazu. Eure Anweisung. Ruhm und Ehre. Bereit? Ja, das einfach. Das kommt wahrscheinlich daher, dass wir noch eine Trutzburg gebaut haben. Wo? Mit noch mehr Armeen. An was liegt... Ich hab, bei mir hat die KI nichts gesagt gerade, Tristan. Und das könnte eventuell auch daran liegen, dass meine Gesandte gerade noch ein bisschen fluktuieren. Ah, okay. Weil die jetzt erst langsam Perlen bekommen. Ja, okay, ja, das wird sein. Ich schätze mal, das ist das Problem gerade. Deswegen, also die Perlenproduktion kostet halt... Ja, das ist das Problem gerade, dass die fluktuieren noch. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Warte, ich mach den Aschkappa.
Der Junge hat den. Der andere ist viel schwerer zu finden. Deswegen habe ich den dir gelassen. Boah, die Stadt ist mittlerweile so riesig. Boah, ist hart. Ist halt echt hart, ich finde nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen. Oh, er hat's. Ich glaube, er hat's geschafft, das Haus anzuzünden, Tristan. Ja. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Julian baut erstmal ein neues Haus. Yeah, I don't know if that was that smart. Da brennt ja jetzt erstmal alles ab. Na. Da ist eine Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr nicht zum Explodieren gebracht. Ja, das. Weißt du was? Ich hätte da vielleicht eher sogar ein Geheimkabinett einfach hingesetzt, um den ausfindig zu machen. Ja, können wir auch machen. Ein gutes Geschäft. Feuer legen, Sabotage, was soll es sein? Ja, ich glaube, wir sind fein, Tristan. Oh, lul. Die Schiffe von mir feuern jetzt einfach weiter unten drauf. Sie haben eine Schlacht gewonnen. So, jetzt die Frage, gehe ich hier drüben hin? Und da kann ich nicht hin, okay. Ich kann in die Stadt reinlaufen. Kann ich mit dem hier drüben hinlaufen? Na, das ist doof. Ist so gut wie erledigt. Wir sind bereit. Helenas Flotte ist jetzt auf ein Flaggschiff und zwei Handelskoks so reduziert. Nice. Das freut mich zu hören. Okay, kann ich dich irgendwo... Die Brände in ihrer Siedlung greifen weiter. Ein fairer Handel. Ja, ich kann gerade nicht nach den Bränden gucken. Tut mir echt leid. Ihr seid der Teufel. Und Buße für eure Sünden. Hassan Ben Said. Wir stehen zur Verfügung. Wir sind unterwegs. Ja, aber Gold. Hä, der Großbrand greift überhaupt nicht weiter um sich. Oh, okay, doch, jetzt greift er weiter um sich. Oh, Pest haben wir jetzt auch noch. Die Feuerwehr ist abgebrannt. Oh, unsere Feuerwehr ist abgebrannt. Ja, ich baue eine neue. Neue bauen. Alles easy. Haben wir einen Arzt in der Stadt? Ja. Ich muss nur mal gucken, haben wir da einen Range? Ja, da ist einer in Range, Tristan. Ein gutes Geschäft. Eines unserer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Ja, ich weiß doch. Oh, Tristan muss die Folge beenden. Wir sind schon wieder viel zu lang. Na, dann beenden wir die Folge. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja, machen wir mal hier voll fertig. Aber diesmal wirklich. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn sie keine Hauptinsel mehr hat. Gib die einfach auf. Das und mehr in der nächsten Folge. Gut, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao.